So, heute zeige ich euch mal noch eine App für Flatcast. Und zwar gibt da Leute, die die Titelanzeige wie ich haben wollten. Da gibt es jetzt eine App für. Das ist eine Flat-App. Den Link werde ich euch in die Beschreibung setzen. Dazu brauchen wir ein paar Dateien, aber das macht nichts. Die kriegen wir auch. Und zwar kriegen wir die da im Forum. Den Link zum Forum setze ich euch auch rein. Boah, ich suche gerade Flatcast-Entwickler. So, hier ist er. Das ist der Link. Könnt ihr euch registrieren, wenn ihr wollt. Wenn wir hier auf. So. Dann haben wir hier die Flat-App. Die kann man sich dann hier runterladen. Das habe ich schon gemacht. Und wenn man die dann startet, dann braucht man bestimmte Dinge. Ich kann das ja nochmal machen hier. Datei runterladen. So, ja. Speichern, okay. Dazu brauchen wir einmal die Datei und dann brauchen wir dazu noch eine. Und die finden wir dann im anderen Beitrag. Wenn wir weiter runter scrollen. Unter Sam, Titelanzeige. Und dann ist das diese hier. Die speichern wir uns auch mal. So, dann können wir Firefox zumachen. Dann können wir uns die Dateien erstmal packen. Damals war das ja so, dass wir diesen Skript hier brauchten. Aber jetzt brauchen wir nur noch die zwei Dateien. So, die kopieren wir uns dann dahin. Und dann starten wir die Setup hier. Dann steht da ja Anwendung wird gestartet. So. Da ich es schon installiert habe, kommt das bei mir jetzt nicht mehr. Und dann haben wir hier auf dem Desktop diese Flat-App. Das können wir schon mal so lassen. Und dann kopieren wir uns diese Dateien hier in unseren SAM. Öffnen wir SAM für und dann Rechtsklick Datenpfad öffnen. Dann gehen wir hier oben und HTML und fügen sie uns hier ein. Ich habe sie schon drin. Machen wir ersetzen. Ja, wollen wir. So. Starten dann einmal SAM. Dauert einen kleinen Moment. Ja. Ich habe nur die Demo. Schon klar. Ja, ich kaufe es beim nächsten Mal. So, wenn wir jetzt hier auf Config klicken oben. Dann auf HTML Output. Das nehme ich jetzt mal raus. So. Dann ist generell dieser Haken hier nicht drin. Den macht ihr rein. Klickt hier oben aufs Pluszeichen. Klickt auf Input File auf den Ordner. Dann geht ihr auf den Desktop. Macht am besten alle Files öffnen. Sucht euren SAM. Macht da Rechtsklick drauf. Datenpfad öffnen. Scrollt wieder hoch. HTML. Dann nehmt ihr hier die Flatcast HTML öffnen und bei dem Output-File das Flatcast-Textdokument. Das speichern wir. Machen den Haken bei Upload raus. Okay. Schließen SAM. Exit. So, starten und machen Rechtsklick auf SAM mit Admin starten. Den Admin, den brauchen wir. Das werde ich euch gleich zeigen, warum. Dann gehen wir jetzt ins Flatcast hier. Flatcast.com. So, meine Sendezentrale. Gehen halt auf den Stream, wie gewohnt hier. So, klicken hier auf die App, öffnen sie. Kriegen wir halt die Sicherheitsabfrage, das ist aber normal. So, dann haben wir hier Sprachen zur Auswahl. Hier haben wir zum Beispiel, hier unten steht dann, ob der Producer aktiviert ist. Version ist aktuell. Dann haben wir hier einen Chat. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel in den lachen Smiley reinklatschen. Hallo Dark Dino. Du hörst jetzt bla bla mit, ist es vorbei. Und wenn wir dann hier gucken, da siehst du das. Du kannst also im Prinzip mit dieser App hier schreiben.
Diese App hat auch noch hier ein User-Login. Dann sehen wir hier, wann er reingekommen ist, wann er rausgegangen ist. Hier haben wir die Player. Hier könnt ihr euch dann auswählen, was ihr wollt. DJ Mixer, Winamp, Sam und VDJ. Ich nehme jetzt mal Sam. Dann steht hier, File is not available. Da klickt ihr dann drauf. Geht auf den Desktop. Macht ihr, geht dann auf Computer. C, Programme. Special Audio, Sam, HTML und dann die Flatcast hier und dann öffnen. So, und wenn wir jetzt hier einen Song abspielen, spiele ich mal hier ab, kann man hier gucken. Da, jetzt hat er sich hier geändert und dann gucken wir mal, ob er hier auch geändert ist und hier ist er auch geändert. Und wenn wir das jetzt, zeige ich das nochmal hier, 10 bis Autofahrer, so, ändern, klatsch, bumm, ändern. So, das ist ganz simpel mit der App. Diese App werde ich so auch nochmal vorstellen und ich wünsche euch damit viel Spaß.